Ich habe hier in dem Foto auf den Farbeimer Boom drauf geschrieben. Was hast du drauf geschrieben? Ist ja geil. Vicky! Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, jetzt hier noch ewig zu stehen und zu machen und so. Die Ecke, die erste, das ist gut. Das hier. Heute Abend ging es noch, klar, morgen haut ihr noch mal ab, oder wie? Kann ja einfach noch machen, in dem Fall. Schwanger, aber deswegen kann man ja trotzdem nett sein. Ja. Dachte ich eigentlich schon. Bier. Ich hab sie schon alle ausgetrunken, tut mir leid. Ich sag mal,
wir das überstehen hier? Du bist so evil. Ja. Nicht so schlimm. Nein, es ist authentisch aus. Ja, ich. Dann sind sie froh, dass sie bleiben. Richtig. Man filmt uns. Thank you.
Thank you.
Stell dir mal vor, das hat doch heute vor 2 Tagen gemacht. Ist das nicht irre? Das ist auch nicht irre. Ne? Also, ich hoffe, dass es in seinem Interesse ist.
Ist das ein Schüssel? Was hast du überall Spinnen? Ich bin in die Spinnenwebe reingerannt. Ich bin keine Spinnen. Das ist ganz schön eine stickige Luft, oder? Ja. War da gerade einer zu sehen? Ja, klar. Scheiße, das nochmal. Merkst du das? Nee, ich check's immer nicht. Scheiße. Ich habe Angst.
sie ist hier irgendwo. Die Hexe von Blair Witch. Rechts im Bild? Ja, guck sie mal. Jetzt musst du die mal auf die Seite drehen. Dann bin ich ja am Bild. Ja, bis kurz. Und dass ich das nicht gerne hätte, aber direkt mit einem Skelett. Na ja. Ha ha ha!
Ich hätte da noch geguckt. Um die neueste Dresdner Kunst uns anzugucken. Und warst du schon mal beim Kunstfestival? Was für ein Kunstfestival? Defluxion? Bei Defluxion war ich das erste Mal. Und gefällt's dir? Ja, sehr hervorragend, na klar. Hast du selber hier irgendwas ausgestellt oder kennst Nein, du jemanden? Ich bin Besucher. Ich kenne viele, ja. Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ja, durch die persönlichen Kontakte. Ich würde viele Freunde verlieren, wenn ich hier nicht aufkreuzen würde. Was machst du sonst so, außer zu Kunstfestivals? Ich bin Buchhändler auf der Luisenstraße. Da sitze ich so ein bisschen im sozialen Netzwerk mittendrin, ja. Genau, das stimmt. Ja, und früher war ich sehr mit der Galerie Treibhaus verbunden und da sind also Connections in die ganze Kunstszene ja sehr vorhanden. Genau, würdest du das nächste Jahr wieder? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also es hat meine Erwartungen positiv übertroffen, muss ich sagen. Schön. Ja. Super. Dann freuen wir uns auf nächstes Jahr. Okay. Danke. Ja, wir sind wegen den Künstlern hier, natürlich. Kennt ihr jemanden davon persönlich? Victoria Graf hat bei uns ausgestellt. Galerie am Damm. Galerie am Damm. Und die Susanne Donat. Ah, okay.
gefällt euch das Festival? Sehr gut. Würdet ihr nächstes Jahr wiederkommen? Ja, und auf jeden Fall. Also wart ihr letztes Jahr schon mal bei Deflux? Nein, leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Wie gefällt euch die Location? Gut. Also wie sie sie hergerichtet haben, ist perfekt, ja. Gut. Kennt ihr den Laden schon vorher? Nein, aber wir wissen, wie es aussah, von Fotos und so. Vielen Dank, das war's schon. Bitte. Schönen Abend noch. Danke. Aus der Schweiz. Und was hat euch hierher verschlagen? Na, unser Kumpel. Wer ist denn euer Kumpel? Banane, aber wir interessieren uns für Streetart, aber ja, wir wollten, haben das so spontan mitbekommen und wollen es uns mal ansehen, wie hier so Streetart gemacht wird. Und wie gefällt euch das? Ja, wir haben ja jetzt erst ein Bild gesehen. Wir haben erst ein Bild gesehen. Dann müssen wir euch eine halbe Stunde nochmal fragen. Ja, genau. Ja. Ihr müsst auf jeden Fall mal in den Keller runtergehen, da ist es super. Okay. Machen wir. Genau. Machen wir. Okay, dann. Ist nicht, also. Vielleicht schon, ja. Wir sehen uns das jetzt erstmal an und dann entscheiden wir das. Okay, viel Spaß noch, ne? Und vielen, vielen Dank. Und schneidet die Schlimm. Hier stattfindet. Ja, durch Bekannte, ne? Die Leute, die hier mitarbeiten. Und wen kennt ihr von hier? Einige, mit denen ich hier zusammengearbeitet habe. Was hast du denn gemacht? Ich habe im Keller unten mit der Ricky, die jetzt gerade ausgerissen ist. Oh, ich habe sie bezeichnet, das ist Sabine. Ja, schöne neue Welt. Haben wir da reingebaut, unten in dem Raum unter der Treppe. Wie gefällt es euch hier? Möchtest du was sagen? Also ich bin aufmerksam geworden durch die Maya, weil sie hier gearbeitet hat und mich eingeladen hat dazu. Genau. Und gefällt es dir? Man muss sich einfinden. Okay, also ja. Ist schon ziemlich... Man braucht Zeit und man braucht Zeit und man muss sie sich auch nehmen. Genau. Und es ist wichtig, dass man sie sich nimmt. Wart ihr letztes Jahr schon bei Deflexion gewesen? Nee. Jetzt das erste Mal. Nee. Und würdest du nächstes Jahr vielleicht wiederkommen? Kommt drauf an. Da muss man in der richtigen Stimmung sein, um das zu wollen. Okay, cool. Vielen, vielen Dank. Ne? Schönen Abend wünsche ich euch noch. Nichts Persönliches? Nee, nichts Persönliches. Bist du weit? Wir wollen einfach nur mal fragen, warum ihr heute hier seid. Weil wir mitmachen hier drin. Ja? Ja. Und wie seid ihr darauf aufmerksam geworden, dass wir es das... Wir kriegen Bierbecher als normalerweise zum halben Preis und wir wurden angefragt, ob wir Lust haben. Ihr wurdet direkt angefragt? Ja. Von wem denn? Ja, von denen, die das ausrichten. Ja. Alvin und Victoria. Und woher kennt ihr die beiden? Ja, von der ersten Defluxion. Ah, also seid ihr von Anfang an dabei? Ich jedenfalls habe die erste schon gesehen. Und die zweite war ich bloß kurz zu Gast, bei der dritten war ich auch schon vertreten. Und da freue ich mich jetzt durch als alter Sack, wenn ich von jungen Leuten angesprochen werde, die hier mitmachen. Wir stellen uns zusammen das erste Mal aus. Ja. Also arbeitet ihr zusammen? Nee. Also, wir sind heute zum ersten Mal in einem Ausstellungskomplex. Was macht ihr sonst? Was machst du sonst hier? Wir kennen uns über die Kneipe und über die Kunst. Und bei dir wäre jetzt die gleiche Antwort. Naja, wir sind alle Bitte, Maler und Grafiker. Ne? Und Stress haben wir, ist nicht zu Stress. Ich bin mit hier in Dresden. Hier in Dresden, ne? Manchmal machen wir auch Kreuzworträtsel. Das ist langweilig. Manchmal isst man und manchmal schläft man, genau. Manchmal machen wir auch Kreuzworträtsel, wenn es langweilig ist. Oh, hier ist doch gar nicht. Brauchen wir doch auch keine Kreuzworträtsel. Steht das fest, dass ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid? Ich weiß doch gar nicht, ob es nächstes Jahr gibt. In der Altersgruppe muss man ein bisschen sparsam mit dem Termin. Dass wir hier noch bei den Jungen mitmachen dürfen. Selbstverständlich. Die Auflockerung ist immer wichtig. Ne? Von jedem was. Okay, dann danke ich auf jeden Fall. Nicht mehr. Inkognito. Schönen Abend auf jeden Fall noch und vielen, vielen Dank. Ja? Dankeschön. Viel Spaß und viel Erfolg. Warum seid ihr denn heute hier? Weil wir Victorias Arbeiten total klasse finden und dachten, wir kommen da mal vorbei. Ja, Victoria ist Veranstalterin, ne? Und Künstlerin. Unter anderem, ja, und Künstlerin. Aber es ist halt selten, dass hier irgendwie mal so eine tolle Veranstaltung ist. Und deshalb müssen wir ja letztlich hier sein, weil... In Dresden gibt es sowas ja nicht. Gar sonst. Nicht? Nee, stimmt. Nicht oft. Naja, im Keller, zur Kellerausstellung, aber... Die ist übrigens jeden ersten Donnerstag im Montag, 19 bis 22 Uhr. Jeden ersten Donnerstag im Montag. Im Monat. Sag's nochmal. Ist nächst,
Die ist übrigens jeden ersten Donnerstag im Monat immer 19 bis 22 Uhr. Und die nächste ist am 4. August, auch mit Victoria. Keine Ausstellung, kann man bestimmt googeln, oder? Kann man googeln. Aber davon abgesehen ist Deflux so eine Veranstaltung, die es echt kein zweites Mal gibt in Dresden. Und das ist jetzt die vierte und es ist wirklich toll letztes Jahr gewesen und man muss einfach herkommen. Man muss also dabei sein. Warst du letztes Jahr schon mal da gewesen? Und man, ja. Ist egal, das ist ein Richtmikrofon. Ja. Kennst dich auch. Richtmikrofon. Hast du letztes Jahr auch schon was gemacht? Nee, ich war Gast. Dieses Jahr habe ich was gemacht mit der Victoria zusammen und ich bin total stolz drauf. Wahnsinn, mit so einer tollen Künstlerin ausstellen zu dürfen. Echt Bombe. Würdet ihr nächstes Jahr wiederkommen? Ja, klar. Warum nicht? Nee, auf jeden Fall. Das sehen wir uns ja. Dankeschön. Ich wollte jemanden treffen, der nicht hier ist. Bist du auch da, um dir die Kunst anzuschauen? Habe ich schon gemacht. Und, gefällt's dir? Streckenweise. Also, kommt drauf an, was man da sieht. Kennst du die Defluxion schon von den letzten Jahren? Naja, ich weiß, dass es das gibt und ich war aber immer nie dort, weil ich nie Zeit hatte. Und würdest du nächstes Jahr wiederkommen? Ja, nein, vielleicht. Nehmen wir. Liegt das vielleicht an dem Thema Baustelle, dass es nicht so zu dir durchdringt? Na ja, ich muss erst mal gucken, wo die Straße hier ist überhaupt. Schon schwierig, aber es war doch einfach zu finden. Im Prinzip schon. Ich weiß auch, wo das vorher war, aber ich hatte halt nie Zeit. Mal sehen, wenn es nächstes Jahr so klappt, dann bin ich bestimmt auch da. Muss Albin den Termin zeitig genug rausgeben und dann hältst du das Wochenende frei? Genau, dann kann ich immer ein schwarzes Schaf mitbringen und dann passt es. Alles klar. Vielen, vielen Dank, ja? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Also, wie seid ihr denn darauf aufmerksam geworden, dass hier heute Defluxion ist? Also, bei uns im Haus hing ein Plakat davon. Das liegt einfach daran, dass einer von den Künstlern bei mir im Haus mit wohnt. Ja, und da ich da halt gerne hingehe zu so Kunstsachen, bin ich halt mal hingegangen. Und fällt gerade keine Frage ein. Wie findest du das? Schnitt. Wie findest du das, die Ausstellung? Ja, ganz cool. Ich bin das erste Mal auf der Defluxion. Und ja, ist ganz lustig. Erinnert mich ein bisschen an das, was ich letzte Woche in der HFBK gesehen hatte, an die Diplomausstellung. Ah ja, okay, genau. Weiß ich, genau, ist auch so ein bisschen, ja, ein bisschen jugendlich, ein bisschen frisch und ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Aber ansonsten ist schon ganz cool. Würdest du nächstes Jahr wiederkommen? Ja, sicher. Ja, ja, klar. Schon alleine des Event-Gedankens wegen. Es ist schon ganz schön was los hier, ne? Klar. Trifft man auch Leute, die man so kennt? Also außerhalb von diesem Festival vielleicht kennt? Ja, aber das trifft jetzt eigentlich, also das trifft jetzt persönlich bloß auf mich zu und ich weiß nicht, wie das anderen Leuten geht. Also ich selber kenne eigentlich, ich komme jetzt nicht aus der HFBK-Szene oder so, ich glaube nämlich, dass hier ganz schön viele aus diesem Umkreis sind und die kenne ich alle gar nicht. Glaube ich auch. Okay, cool. Das war's eigentlich schon. Danke. Ja, bitte. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Schönen Abend wünsche ich euch noch. Ne?